Und da sind wir wieder bei Breath of Fire Let's Play. Und wir nehmen weiter auf und gehen jetzt wieder ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt eigentlich Ausrüstung kaufen. Oder? Haben wir eigentlich schon genug? Ja, wieder ein Item kaufen. Einfach nur hoffen, dass wir nicht so oft heilen müssen. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt mehr Zeitverschwendung ist oder nicht. Ehrlich gesagt, null Ahnung, null Plan. War eigentlich auch egal, weil wir müssen so oder so kaufen. So, und wir haben einen Teleportzauber, da frage ich mich natürlich, warum ich so überhaupt zu Fuß hingelaufen bin, aber gut. Kaufen. Tauschen. So, Hemdchen. Oder noch? Der hat's noch nicht. Ja, wollen wir. So. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Ritterhelm. Hat jeder, der es tragen kann und braucht. So, der Eisenpanzer 80806. Ja. Könnte halt noch er, also der Botsch tragen. Eisenrüstung kann er nicht tragen. Hat aber jeder sonst. Ja. Gut. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt nur noch gucken, dass wir eigentlich. Richtig, nur noch Eisenpanzer kaufen, ne? Genau. Also. Ja, gute 1400 halt, ne? Das kriegen wir aber auch noch irgendwie. Würde ich sagen. Spätestens diese Folge werden wir also damit fertig. So. Ba-bam. Da, da, da. Und das sind die ganzen Helden, die Geld geben, ja, 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 die geben und Gott, Geld, Geld. Boah, das hat ja weh, ne? Oh, was ist das? Oh, das tut aber nicht so weh. Ja, Attacke. Boah, Spam, tot. Nein, nicht tot, aber 71 Damage, ganz nein. Tapeta, Angriff, dort. Sehr schön. So. Otto ist auf jeden Fall nicht so der Ultra-Starke. Kraft aufblasen. Naja, Ansan. Machen wir erstmal kaputt. Haut zurück. Botsch gibt dann den Nahtstilz. Und jetzt kommt die Polle. Tapete greift an und bringt sie nicht um. 28 Damage. Jetzt kommt Dan und rächt sich und macht 48. Und das gibt uns 50 Münzen. Nicht so viel. Also bis jetzt sind wirklich Katzen halt das, was uns am meisten Kohle einbringt. Während 14 Kämpfe halt gegen die. Hoffen wir auf Katzenhaie, aber leider kommen irgendwie nur die jetzt, die. Ja, okay. Ich bin Griff. Gott sei Dank keinen vergiftet. Toll. Oh. Dass man so viel Geld braucht. Schlimm. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das hier der beste Farmort ist. Ich glaube, Hexenturm könnte man noch besser. Ja, Geld bekommen. Aber ja, ja, da kann man halt nicht so gut speichern und dich da erholen. Und dann ist die Gefahr höher, dass man stirbt und dann noch wieder Geld verliert. Und ja, und ich bin halt nicht so der Fan davon, der ein Spiel resettet. Bei einem Let's Play. Die Spieler, die machen das. Übrigens bin ich am überlegen, ob ich Dragon Age 2 Let's Playen sollte, jetzt wo Teil 3 erscheint. Teil 1 werde ich nicht Let's Playen, weil ich das jetzt schon 3-4 Mal durchgespielt habe und es nochmal durchspielen. Es ist wirklich gut. Liebe Teil 1. Und Teil 2 ist halt das Spiel, wo ich mich durchquäle. Ja? Ich habe es immer wieder angefangen und ich finde das so langweilig gegenüber Teil 1. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist so schlecht gegenüber Teil 1. Ah, und ich will aber unbedingt Teil 3 spielen, weil alles, was ich drüber lese, alles, was wieder wie Teil 1, ja? Es wird mir so richtig Teil 1. Aber ich muss ja die Story verstehen. Vor allem, weil ja auch Figuren aus Teil 2 in Teil 3 vorkommen. Und, ja. Eigentlich gezwungen, Teil 2 auf jeden Fall noch zu spielen. Man kann wohl keine Spielstände übernehmen, aber man kann ja dann Entscheidungen irgendwie da festlegen, die man getroffen hat. Deswegen muss ich auf jeden Fall noch Teil 2 spielen, damit ich weiß, welche Entscheidung ich in Teil 2 getroffen habe.
Na, dann muss ich mal gucken. Mit Let's Play könnte ich mich halt zwingen, Dragon Age 2 tatsächlich durchzuspielen. Ich muss schauen. Ich muss schauen. Aber ich hätte da Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber jetzt werde ich erstmal ein anderes Spiel durchspielen, was Ende April eben rauskommt. Ich hoffe, das Spiel ist auch wirklich so gut, wie es aussieht. Habe ich mir auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, tut mir leid, dass ich mich jetzt gar nicht so viel konzentrieren. Es liegt aber einfach daran, dass ich hier repetitive Sachen mache. Eigentlich nur das Gleiche, nämlich farmen. Was soll man da jetzt großartig kommentieren? Du kannst auf Auto. Und dann kämpfen die. Und dann fallen die Mobs um. Und dann ist das erledigt. Alle sind glücklich, weil wir wieder 20 Termine mehr haben, wo wir ja 1400 brauchen. Yay. So. Ausgewichen. Wuhu. Ja. Also, könnt ihr ja vielleicht mal einen Kommentar schreiben. Auch wenn nicht so viele zugucken. Die wenigen Zuschauer, die ich habe, möchte ich begeistern. Deswegen, würdet ihr Dragon Age 2 euch als Let's Play angucken? Jeden. Ja. Könnt ihr mal die Kommentare schreiben. Ich hätte da ja schon Lust drauf, weil es ist zwar jetzt nicht so der Hit wie Teil 1, aber es ist ja auch nicht schlecht. Vor allem, was ich halt an Teil 2 am liebsten finde, ist einfach das Kampfsystem. Das ist nicht mal das Spiel an sich oder die Story oder so, sondern erreicht Level 19, wuhu! Das ist halt wirklich das Kampfsystem, das fällt. Und das ist halt Teil 1 so viel besser mit den taktischen Kämpfen. Oh, ich liebe das. Nein, ich habe nichts gegen actionlastige Kampfsysteme, weil Witcher zum Beispiel. Boah, ich finde auch Spiele wie Gothic bombastisch, aber in Dragon Age 2 das Kampfsystem ist irgendwie komisch, gefällt mir gar nicht und einfach nicht meins. Und ich habe halt in Dragon Age 1 einen Tank gespielt, also einen Menschen, der als Krieger spielt und den halt auf maximales Überleben getrimmt von Ausrüstung her, aber den habe ich eigentlich nie gesteuert, ich habe immer nur einen Heiler gespielt. Dann habe ich ja immer meine eigene Figur halt tot geheilt. Ich habe halt immer die, wie ich bin, tot geheilt. Also mit denen habe ich immer den Gegner tot geheilt. Ja, der, weil ich war so gut mit der im Heilen. Auf normalen oder schweren Schwierigkeitsgrad habe ich nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich es auf schwer oder auf normal gespielt habe. Aber inklusive mit Add-on, Awakening. Das Spiel dann habe ich auch noch, den würde ich dann wahrscheinlich auch in Teil 2 übernehmen. Ja, ja, eigentlich logisch, wegen den Entscheidungen. Und das ein ziemlich perfekter Spielstand war, ist eben auch mit dem Grund, warum ich... Ja, warum ich halt eigentlich nicht nochmal von vorne anfangen will und dann Let's Playen mag, weil... Ich kenn's halt schon. Ich habe auch alle DLCs durchgespielt, alles und alles jetzt gespeichert in einem Spielstand auf einem Character und ja... Ja. Nochmal von vorne? Ich glaub nicht. Das Spiel ist zwar gut, aber... Ich hab's jetzt schon 3-4 Mal durchgespielt und jetzt noch, weil einmal habe ich auch so durchgespielt, wo ich einfach ein Arschloch war und dann habe ich einmal durchgespielt, wo ich der übelste Held war, einfach gewesen bin. Dann war ich der übelste, in einem Spiel war ich der übelste Fremdgänger und im anderen Spiel war ich dann der Homosexuelle und ja, so viel zu dem Thema, ich hab was gegen Schwule oder so, ne? Weil es ja mal ein Kommentar, wo tatsächlich auf einem Video gab. Erzähl doch mal, ich erinnere mich noch, ich habe den Kommentar zwar dann nachher gelöscht, aber. Tatsache ist, ich habe nichts gegen Schule. Wobei ich halt sagen muss, ich habe mir dann die Szene da, die habe ich halt geskippt, weil ich bin halt nicht homo und deswegen gucke ich mir das auch nicht an. Aber ich wollte halt die Achievements in Dragon Age frei haben. Ich habe alle Achievements, die es in Dragon Age zu erreichen gibt, erreicht. Da kann man mir also nichts nachsagen. So. Aus 843. Wir brauchen 1400. Come on. Nimm mal die richtigen Gegner hier. Ja, da haben wir's, da haben wir's, da haben wir's. Out, 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 out. Oh, come on. Uns
Gegner. Angriff von hinten. Das ist sehr gut, dann geht der Kampf hier schnell vorbei. Oh, das war ein harter Hit. Fast 200 Damage, ey. Nach Rio, der geht ab, du. So, die Polle ist auch hinüber. Watch erreicht Level 15. Wuhu. Sehr schön. 5 Level schon ran an den anderen. Und hat damit sogar Tapeta überholt. Heißt auf jeden Fall, Botch braucht auf jeden Fall weniger IP als Tapeta. Das hätte ja sonst gar nicht funktionieren können. Der war ja wesentlich höher als der Tapeta. Wesentlich höher. Oder war ja nicht nur ein paar Level höher, der war ja wesentlich höher. Wundert mich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen. Kraft aus. Aufblähen wahrscheinlich? Ja. Naja, war das ein bisschen aufblähen. So. Dann geben die sehr viel Erfahrungspunkte, die ganzen Dinger. 600 noch was. Relativ viel. Wollen wir mal einen davon. Wird eigentlich kein Problem sein, wenn er alleine ist. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir 2 von denen. Kritisch werden wieder mal. Wie so oft. Aber immerhin geben die über 100. Tenny, das heißt, wir kommen unser Ziel immer näher. Ausweichen, abwehren, sehr schön. Also er hat abgewehrt, wir haben ausgewichen. Und jetzt müssen wir nur noch genug hauen. Reicht aber nicht, aber er wehrt nochmal ab, daher kein Problem. So. Rio erreicht Level 21. Irgendwas Erfahrungspunkte gab es ja, das war ja auch schon recht, das ist ja auch recht viel. Also ich finde, das ist viel. Ja, auch schon. Aber Geld könnte echt mal mehr geben von den Gegnern, das ist irgendwie wenig. Dafür, dass die Preise so extrem hoch sind. 50 Münzen erhalten. 600. Hast 700 wieder an EP gemacht. Aus. Ja, dann fehlt noch ein bisschen. Lalalala. Angriff von hinten. Ja, das will ich überhaupt bringen. Alles geht schon mal vorbei. 10 Münzen. 66 Erfahrungspunkte. Oh, ist das schön, ey. Hey. So, machen wir die wieder kaputt. Das war mal ein harter Schlag. So. Oh, Watch wanted etwas. Ich glaub's ja nicht. Bitte erreicht Level 15. Sieht damit wieder mit Botch gleich. Das ist schon ein großer Unterschied mittlerweile von EP her. Der Billigkampf. Ja, ich werde halt immer die mitnehmen mit dem niedrigsten Level, damit die ungefähr alle gleich Level sind, weil ich mag das nicht, nachher hast du dann auf einmal echt das, wo du dann die Gruppe in 2 Gruppen aufteilen musst, weil wir haben jetzt hier bloß im Camp und Rand im Camp. Das sind nochmal 2. Und ich weiß, dass man noch 2 Charaktere kriegen kann. AKA sind dann nachher 8. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nachher ja, mit 2 Vierergruppen eventuell irgendwo einen Split-Boss oder sowas umhauen muss. Ich dachte, Final Fantasy hat das oft nur genug vorgemacht. Ja, ich weiß auch, dass Seagraph Mana, vielleicht diejenigen, die das Let's Play gesehen haben, ihr wisst, da gab es ja auch diese eine Botin, wo man kurzzeitig getrennt war. Man hat halt, glaube ich, zwar nicht gekämpft, aber man war halt getrennt. Und das machen Japaner scheinbar gerne in ihren Spielen. Und ich kenne halt auch andere Spiele,
wo es halt auch teilweise wesentlich mehr Figuren gab. Da musste man auf einmal drei Gruppen. Und dann hatte man blöd, war man ziemlich blöd, wenn man nur eine Gruppe gelevelt hatte, die ganze Zeit mit einer festen Gruppe durchgelaufen ist und dann mal, was? Oh Gott, jetzt brauche ich drei Gruppen und die anderen sind halt auch überhaupt nicht gelevelt. Ja, da war man ein bisschen angeschmiert. Aber dann hieß es wirklich dann 3 Stunden am Stück. Ja, 3 Stunden ist gut, aber fast 12 Stunden war das bei dem einen Spiel, die am Stück farmen durfte, damit ich das überhaupt schaffen kann. Gut, war zwar ein Kampf, den man auch größtenteils verlieren durfte, aber es gab halt noch ein paar Gimmicks, wenn man es halt dann doch geschafft hat. Deswegen, ja. Aber da sage ich lieber mal nicht mehr zu, weil es eventuell noch sein kann, dass ich dieses Spiel tatsächlich auch noch Let's Playen werde. Weil das einfach ein viel zu unterschätztes Spiel ist, ja. Teil 1 und 2 sind bombastisch, 3 ist naja, 4 ist naja, 5 ist wieder richtig gut. Teile und die Welt wartet. Ja, sie wartet auf 6. Sehr, sehr lange schon. Vielleicht wisst ihr ja, wovon ich spreche. Kommen die eigentlich jetzt immer noch den nach dem Kampf weg. Und lieber erholen, weil ich habe keine Ahnung, was das heißt. Das sieht überhaupt aus jetzt? Wir haben's. Also, erholen. Teleport. Wobei Teleport natürlich auch Mana kostet, ne? Aber das ist mir eigentlich jetzt gerade egal. Ganz ehrlich sagen. Gerade egal. Was kann ich heute für euch tun? Ich würde gerne speichern. Ich habe mir eure Geschichte gemerkt. Wollt ihr eure Reise fortsetzen? Ja. Seid bitte vorsichtig auf eurer Reise. Okay. Dann machen wir mal Teleport. Magie. Apeta. Das können wir hier nicht machen. Okay, also innerhalb eines Ortes geht's nicht. Das geht nur auf der Weltkarte. Magie. Teleport. Wollen zu Foto. So, und damit sage ich... Oh, das ist so fies. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es dann endlich in der Story weitergeht. Obwohl... Nein, ich habe vergessen, tatsächlich... Oh Gott, bin so dämlich. Ich habe tatsächlich vergessen, Item zu kaufen, was wir zusammen gespart haben. Nein! Proxima. Das, machen wir noch. Verdammt. Verdammt! Oh, ich bin so dämlich. Nein. So. Tauschen. Eisenpanzer. Also Sreni, Eisenpanzer, genau. Und dann haben wir hier. Zack. Zack. Und dann haben wir das. Da haben wir das Beste, ne? Jawohl. Da auch. Ja gut, da haben wir alles. Passt. So, jetzt schnell wieder raus hier. Folge beenden, Folge beenden, Folge beenden! Ja, und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ich will sehr fies sein. Tut mir leid. Aber, ja. Ich möchte das so beenden, tatsächlich, ja. So. Nochmal erholen, wegen Mana. Speichern. Machen wir auch nochmal. Und in der nächsten Folge werden wir dann erfahren, was geschieht mit Botch, wenn er in Moto ankommt. Wird er aufknüpft? Wird er vielleicht... wird sich vielleicht tatsächlich sogar nur entschuldigt bei ihm? Werden wir eine neue Gefahr begegnen? Oder werden wir wieder friedlich zu Hause rumsitzen? Weil die richtige... Diebin ja jetzt gefangen genommen wurde. Wir werden sehen. Wir wissen ja auch, dass die Liebe noch etwas behauptet hat, was wir eigentlich nicht nachprüfen konnten. Also wir werden das sehen. So. Und damit sage ich diesen letzten schönen Teleport. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.